Ein herzliches Willkommen. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge 30 Minuten mit auf meinem Kanal der Tops TV. Hier stelle ich Spiele vor von A bis Z, wie man sie in den ersten 30 Minuten halt erlebt. Und heute möchte ich euch zeigen Final Fantasy 9 auf der Xbox One X. Also bleibt dran, bis gleich. So, da sind wir auch schon und starten die 30 Minuten genau jetzt mit Final Fantasy 9. So, da wollen wir mal schauen, ein bisschen in die Reise gehen, in die Fantasiereise. Und ja, müssen ein bisschen anzocken. Genehmigung erforderlich. Weg damit. Warum auch immer. Ich will doch nur spielen. Ich will doch nur spielen. Gesundheitshinweis. Alles klar, haben wir alles verstanden. Square Enix. Dann startet mal. Der Sound. Ein bisschen lauter kann er. Das war noch Zeiten. Naja, wo es rauskam, war der Grafik eigentlich gar nicht schlecht. Aber es sind ja schon einige Jahre vergangen. Darum wollen wir mal ein neues... Oh, der Sound von dem Menü. Herrlich. Darum wollen wir mal ein neues Spiel starten. Und schauen uns das Intro an. So, da sind wir schon. Ganz schön dunkel hier. Noch keiner hier? Grundsteuerung. Pause. Karte, Kamera schwenken, fixieren.
Fliehen, LB und RB. Okay, Autokampf ist RT. Alles klar. Sind wir mal mit der Grundsteuerung nicht vertraut. Ein Fragezeichen. Kerzen anzünden. Juhu. Volk, Mensch, Besonderheit, Schwanz, Geschlecht, männlich, Alter 16 Jahre und Rechtshänder, Rechtshänder, Zidan, bestätigen wir das. Ich bin's, Zidan. Ganz schön spät, Mann. Entschuldigung, übrigens ist der Chef schon da? Na, no net, Zephix. Hui. Und schon entbrennt ein Kampf. Das ging aber zügig. Übrigens, gespielt wird auf der Xbox One X. Und schauen wir mal, wie weit wir in diesem Kampf jetzt kommen oder ob wir geschlagen werden. Hat sich der TB-Balken eines Charakters gefüllt, kannst du aus dem Feld auf der linken Seite ein Kommando auswählen, das ausgeführt werden soll. Über Y kannst du anderen Charakteren wechseln, deren ATW-Balken gefüllt ist. Okay. Wir machen einen Angriff auf den Maskierten. Dann Klauen, Maskierte. Angriff, Maskierter, komm. Wow, wow. Da machen wir ja nicht viel Schaden. Nimm das! Autsch! Alles auf den... auf ihn drauf! Ja! Boah! Mein Schädel! Übertreib's mal nicht! Hat er sich nur verkleidet? So ein Schlingel. Uff, ihr. Habt ihr inzwischen sogar was drauf? Hagar. Gut, dann machen wir jetzt mal Besprechung. Ab in den Besprechungsraum. Gehen wir also nochmal den Plan durch. Unser Einsatz führt uns diesmal in das Königreich Alexandria. Und dort werden wir die allseits bekannte und gefürchtete Tantalus-Bande uns die Prinzessin Garnet schnappen. Jawoll! Gut, und jetzt red I, Zephix. Bald kümmert unser Schiff in Alexandria. Und das, was wir jetzt gerade drinnen sind, Zephix. Wenn unser uns Orkenner Okemmer ist, lassen wir uns nichts anmerken. Und schiebeln das in Alexandria sagarisch beliebte Deggerstigel. Meine Taube möchte ich sein, Zephix. Markus, schiebel die Haupttreuen, Markus Zephix. Werd mein Bestes geben und so, aber die Hauptrolle bei der Entführung spielen Zidane und Blank und so. In der Pause starte ich dann ein kleines Ablenkungsmanöver mit Hilfe dieser Viecher hier. Zwar weiß zwar nicht, warum ich mal wieder die Drecksarbeit machen muss, aber was soll's, ich krieg das schon gebacken. Gut, und dann kommt auch schon dein Auftritt, Zidane. Alles klar, ich krall mir dann Prinzessin Garnet, oder? Genau, du schnappst dir dann Alexandrias kleines Juwel, die von allen geliebte und bewunderte Prinzessin Garnet.
Dumm-di-dumm. Da sind wir auch schon wieder. Ui, was fällt da runter? Burgstadt Alexandria. Geht's dir gut? Hier, dein Ticket. Mach's gut. Total verwirrt, der Kauz. Oh, ouch! Rattenjunge, pass auf, wo du hinlatscht. Der hat mir bestimmt mein Ticket geklaut, oder? Gut, die Arbeit wäre für heute erledigt. Ich muss mich langsam fürs Theater fertig machen. Und ist das Gleiche. Ehrenwerter Adel aus Trenor. Mit Verlaub gestatte ich mir, die Führung zum Schloss Alexandrias zu übernehmen. So, was können wir hier machen? Können wir hier rein? Jo. Aber was wollen wir hier? Ich habe noch keine Ahnung. Immer lächeln. Obwohl heute Abend das Theater ist, bin ich irgendwie deprimiert. Gibt hier noch was? Sie steht im Weg. Heute Abend wird der Laden gerappelt voll. Und dennoch wird das heute mein letzter Abend. Da ist ja mal nichts zu machen. Können wir das... Nee, die können wir auch nicht. Können wir mit ihm reden? Boah, sind die Adligen aber schick angezogen. Okay. Was will er? Oder sie? Wow, du hast ja ein Ticket für das Theaterstück heute Abend. Na besser, du löst es gleich beim Ticketschalter auf dem Marktplatz ein. Nur wenn du dir dann nämlich einen Stempel geben lässt, darfst du ins Schloss, weißt du? Okay, das ist dann mein Auftrag. Was haben wir hier Schickes? Ja, reinspaziert. Okay, wir haben aber... Oh, wir haben Kohle. Kohle, Kohle, das ist gut. Wir kaufen mal... Vorsichtshalber. Warte mal, wie viel haben wir davon? Gar keinen. Doch, 8. Das reicht erstmal. Wir wissen ja noch nicht, was passiert. Erstmal müssen wir zum Ticketschalter da gleich. Die Blumen Alexandrias sind besonders prächtig, nicht wahr? Bist du auch ein Freund von Blumen? Ah, wir gehen erstmal zum Ticketschalter. Zum Ticketschalter gehen. Wie kann man zu Diensten sein? Was ist das für ein Stück heute Abend? Das diesjährige Theaterstück ist Deine Taube möchte ich sein und dazu noch aufgeführt von der Schauspieltruppe Tantalus. So, wir zeigen erstmal das Ticket vor. Irgendwas stimmt mit dem Ticket nicht. Hoppla, das ist ja eine Fälschung. Kommt oft vor diese Tage. Nun, schau nicht so traurig. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst, aber... Schau mal, ich schenke dir das hier. Und jetzt Kopf hoch, ja? Goblin-Karte erhalten, Isegrim-Karte erhalten und Skeleton-Karte erhalten. Wenn du was über das Kartenspiel wissen willst, dann frag doch Seitenstraßen-Jack. Der ist ein echter Profi. Okay, Seitenstraßen-Jack. Wenn wir nur wüssten, wo der ist. Seit 30 Jahren rackern wir uns ab, um uns endlich ein Ticket für das Theater leisten zu können. Ich bin ja so glücklich. Da ich heute mit meiner Alten ins Theater gehe, ist heute ausnahmsweise geschlossen.
Hab den schon dreimal gesagt, ich mach gleich zu, aber der hat wohl kein Zuhause. Welches Schwert nehme ich denn bloß? Hätte ich doch nur ein bisschen mehr Bares. Okay, wo ist der Seitenstraßen-Jack? Meine wertvollen drei Karten habe ich so genial versteckt, die findet keiner. Okay. Ins Schloss dürfen nur Adlige oder Leute im Besitz eines Tickets. Also gut. Was ist das? Das ist ein Ausrufezeichen. Eine Phoenix Down erhalten. Zeigen wir noch gleich mal. So, haben wir hier irgendwas versteckt gefunden? Nein. Das ist bestimmt die Seitenstraße. Magst du mitspielen? Okay. Nullmal. Einmal. Bis zum nächsten Mal. Das versuche ich nochmal. Ich muss den Rhythmus rauskriegen. Bis zum nächsten Mal. Komm schon. Einmal noch. Ich muss früher springen. Das reizt mich jetzt. So, einmal. Keinmal. Ich krieg's nur einmal hin. Ich bin zu dumm dafür. Hey, das ist, ja, Leute, das nervt mich. Zweimal. Ich will es aber zehnmal. Dreimal. Naja, egal. Besser als keinmal. So, was haben wir hier in dem Laden? Was erlaubt ihr euch, dass ihr kein Zimmer frei habt? Das soll doch wohl ein Scherz sein. Ich bin untröstlich. Bursche, willst du mir dumm kommen? Ich hab extra reserviert. Himmel, Arsch und Zwirn. Oh oh. Stadtmenschen, da kriegt man es ja mit der Angst zu tun. So, was hat er? Tut mir leid, heute ist alles ausgebucht. Dann schnüffeln wir mal ein bisschen rum hier. Da ist nichts, obwohl da ein Durchgang ist, okay. Die Arbeit nimmt kein Ende. Macht Platz. Und dann gehen wir aus dem Weg. Ich muss doch gucken, was hier ist. Ein Ausguck, okay. Kann ich hier nicht machen. Dann besuchen wir jetzt mal Seitenstraßen, Jack. Ne, ey, du sollst raus, dahin. Tja. So, der müsste hier bestimmt sein, weil das ist die Seitenstraße. Aua. Herrschaftszeiten. Weil du gestolpert bist, ist mir das Schild verrutscht. Puh, das war's dann. Endlich Feierabend für heute. Hey, du da, dein Ticket vorhin war doch eine Fälschung, oder? Wie kommst du da drauf? Lüg mich nicht an. Werd mein Untertan, dann nehme ich dich auch zum Theater mit. Geht klar. So ist recht. Und schon erteile ich dir die ersten Befehle. Schau, ob von da drüben jemand kommt. Und, ist die Luft rein? Ja. Sehr gut, Operation Leiterklau kann beginnen.
Bist du vielleicht Seitenstraßen-Jack? Hey, woher weißt du das? Wer mich Jack nennt, der will meistens eine Runde Karten spielen. Stimmt's oder habe ich recht? Was? Du kennst die Regel nicht? Wie? Beibringen soll ich sie dir? Na, von mir aus. Ich habe heute eh nichts mehr zu tun. Also dann folgt mir mal. Hui hui. Also, erstmal für Anfänger. Um ein Kartenspiel zu beginnen, brauchst du zuerst einmal 5 Karten. Dann laber einfach mal irgendjemand mit X an. Allerdings gibt es auf dieser Welt auch Langweiler, die keine Lust haben, Karten zu spielen. Wie funktioniert das Kartenspiel? So, und jetzt kommen wir zum Spiel selbst. Die Karten werden abwechselnd auf einem 4x4 quadratgroßen Feld abgelegt. Manchmal wird es dir gelingen, eine gegnerische Karte umzudrehen. Dies hängt von den gelben Dreiecken an den Kartenrändern ab. Zeigt dieses Dreieck auf eine gegnerische Karte, dreht diese sich um und wird zu deiner eigenen. Zeigt jedoch das Dreieck der eigenen Karte auf das einer gegnerischen, dann beginnt die Kartenschlacht. Was ist eine Kartenschlacht? Im Falle von mehreren aufeinanderzeigenden Dreiecken kann es auch zu wiederholten Schlachten kommen. In solch einem Fall kann es vorbestimmt werden, mit welcher Karte die Schlacht begonnen werden soll. Je nach Reihenfolge wird der Spielverlauf beeinflusst. Dann gibt's da noch die Kombos, die verdammt nützlich sind. Was sind Kombos? Na gut. Weil du es bist, werde ich dir jetzt mal die Techniken des Meisters beibringen. Während einer Schlacht musst du vorsichtig sein. Gewinnst du eine Schlacht, löst dies eine Kettenreaktion aus. Alle Karten, auf die die Dreiecke der unterliegenden Karte zeigen, werden ebenfalls umgedreht. Das nennt man eine Kombo. Dasselbe passiert allerdings auch bei einer Niederlage deinerseits. Alle Karten, auf die Dreiecke der unterliegenden Karten zeigen, werden umgedreht. Also streng dich an und versuche ein Perfekt rauszuhauen. Wie erreiche ich ein Perfekt? Dann will ich dich mal über das Perfekt aufklären. Geht man aus der Partie als Gewinner hervor, bekommt man eine gegnerische Karte. Gewinnt man jedoch Perfekt und dreht alle gegnerischen Karten um, erhält man alle 5 Karten des Gegners. Gib alles, um den höchsten Spielerlevel zu erreichen. Was ist ein Spielerlevel? Dann erzähle ich dir jetzt mal was über den Spielerlevel. Wenn du demnächst mal nichts Besseres zu tun hast, schau mal unter Karten im Menü nach. Dort siehst du dann einen Spielerlevel. Je mehr Karten du sammelst, umso höher dein Spielerlevel. Was der höchste Titel ist, weiß ich auch nicht. Aber auch nicht. Einmal so zur Probe. Komm wieder, wenn du 5 Karten hast, Kleiner. Ich hab's verstanden. Ach ja, Seitenstraßen-Jack nennt man mich nur in dieser Stadt. In jeder Stadt trage ich einen anderen Namen. Man will ja inkognito bleiben. Meinen wirklichen Namen willst du wissen? Vielleicht sag ich ihn dir, wenn du mal stärker bist. Oh, danke dir. So. Jetzt haben wir das Problem, dass wir auch noch Karten finden müssen. Die Adligen sind wohl alle auf dem Marktplatz. So, kann ich mit den Karten spielen oder hat der was für mich? Du brauchst 5 Karten, sonst kannst du nicht spielen. Ach Menno. Dann muss ich wieder in die Seitenstraße rein, weil sonst habe ich nirgendwo was gefunden. Da ist was. Hier eröffnet bald ein Kleintheater. Betreten verboten. Okay, hier geht's entlang. Will ich aber nicht. Ich muss erstmal gucken. Mach schneller. Was ist das?
Liebe Theaterfreunde des Bambi-Vereins, wer sich auch dieses Jahr kein Ticket leisten konnte, der ist herzlich eingeladen, wieder von den Dächern aus dabei zu sein. Wir treffen uns nach Sonnenuntergang am Glockenturm. Dort werden dann jeden gute Plätze zugewiesen. Theaterverein Bambi. Oh, was will ich denn hier drin? Was haben wir hier? Augentropfen. Hallo, da bist du ja wieder. Shit, ich komme da nicht hoch und nicht vorbei. Nein! Oh, verdrückt. So, erstmal da weg. Er ist da reingegangen. Hier, klettern wir den Turm hoch. Kletter du schon mal vor. Erstmal gucken wir, ob wir eine Karte finden. Da irgendwie ein Versteck ist. Und dann klettert. Ah! Ha, was guckst du so blöd? Entschuldigung, Cooper. Der Kleine, da ist ein Morgri und heißt Cooper. Cooper! Cooper ist meine rechte Hand. Seid nett zueinander. Guten Tag, Cooper. Zur Wiedergutmachung trage ich dich auch in mein Notizbuch ein. Wenn du also mal speichern möchtest, dann wende dich einfach an uns, Mogris Kupo. Ach ja, und wenn du ein Zelt dabei hast, dann kannst du dich schlafen legen und deine HP und MP generieren, Kupo. Alles klar. Also mach's, Kupo. Also, wir können dann mal langsam. Na los, wo bleibst du denn? Bist du's, Kupo? Kupo, du bist Stilzkin dieser Aufmachung. Du wirst doch nicht schon wieder auf Reisen gehen, Kupo? Doch, und diesmal könnte es eine ziemlich lange Reise werden. Ich vermisse dich jetzt schon, Kupo. Brauchst du nicht? Ich schreib ja auch mal. Das ist nett, Kupo. Also halt den Bommel steif. Sag Moschu und den anderen im Schloss auch alles Liebe von mir. War das ein Freund von dir? Genau, Kupo, immer auf Reisen, Kupo. Hey, meinst du kommst bald mal? Okay, dann klettern wir da hoch. Da bin ich schon. Nun aber schnell, sonst geht das Stück noch ohne uns los. Was treibst du da? Komm endlich. Wie? Hast du etwa Höhenangst? Keine Angst, stell dir einfach vor, das hier wäre gar nicht so hoch. Geht doch. Kein Schiss. Hey, zum Verschnaufen haben wir keine Zeit. Hier noch Karten? Nee. Schon wieder. Keine Angst. Hab ich doch gesagt, glaub mir, die Bretter halten. Haha. Haben also doch nicht gehalten. Naja, aber solche Details darfst du nicht so eng sehen. Dann wieder so ein Brett. Ach übrigens, ich hab dich ja noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Vivi, bestätigen. Aha, Vivi also. Naja, auch ein Name. Ich heiße Puck, freut mich. Secret, ein Geheimnis, irgendwas sein. Da. 63 Gil. Oh, ist doch schon mal nicht schlecht. Dann gehen wir wieder zurück. War hier noch was?
Nein. So, hier könnten wir noch plündern. Da war nichts. Komm, eine Karte. Ah, 92 G. Aber immerhin. Dann müssen wir da jetzt rüber. Haben wir hier noch was? Nein. Komm, übers Dach. Und zum Leiterjungen. Puh, endlich da. Und hinter dieser Mauer hier erwartet uns bereits das Schloss. Los, auf geht's. So, liebe Damen und Herren, und wie es genau weitergeht und was das Theaterstück ist und wie wir uns die Prinzessin schnappen oder auch nicht, erfahrt ihr leider nicht, denn die 30 Minuten sind vorbei. Ich hoffe, ihr habt aber einen kleinen Einblick gekriegt von diesem Spiel und wisst, worum es geht. Und wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr es ja selber spielen. Aber vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, ein Kommentar wäre auch ganz nice. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.